Ich sitze im Waschsalon, starre auf mein Handy und stelle mit Entsetzen fest, ich bin eine Frau mittleren Alters. Aktuell verzweifle ich zum Beispiel daran, dass ein fremder Mensch mir ein Foto geschickt hat, per WhatsApp. Und ich gehe davon aus, dass der Fremde ein Mann ist und das Foto ein Selbstporträt. Also eher eine Teilansicht. Ja? Jemand hat seinen Teil mit mir geteilt. Verdammt, ich habe ein Dickpick geschickt bekommen von einer mir unbekannten Nummer. Und keine Ahnung, wie ich mich da jetzt verhalten soll als mittelalte Frau. Niemand, wirklich niemand hat mich darauf vorbereitet, was zu tun ist, wenn man plötzlich einen Penis kriegt. Einen zweidimensionalen, ohne Mann dran oder sonstige Anmerkungen. Ich meine, wie reagiert die Dame von Welt da angemessen? Hm? Bilder vom eigenen Gemächt zu verschicken, das gab es zu meiner Zeit nicht, nein. Oder doch? Oh, ich meine, haben die Herren der Schöpfung damals in der analogen Wüstenei des vorigen Jahrtausends vielleicht doch etwas Vergleichbares betrieben? Soweit ich mich erinnere, wurden schon so Zettelchen im Klassenzimmer rumgereicht, ne, auf denen dann stand, willst du mit mir gehen? Aber die Ankreuzmöglichkeiten, die beschränkten sich doch auf ja, nein und vielleicht. Da hat doch kein Achtklässler als Antwort dennoch seinen Penis dahin gekritzelt, gar mit dem Vermerk Abbildung ähnlich. Oder? Ja? Oder doch? Habe ich vielleicht die beste Zeit meines Lebens nicht voll ausgekostet, weil ich auf Liebeschwüre hoffte, die mich in Form von Gedichten erreichen würden und so die ausdrucksstarken Lichtbilder übersehen, die die Knaben in meine Schulbücher geschmuggelt hatten? Wow. Vielleicht bin ich nur deswegen so lange eine tätowierte Jungfrau geblieben, weil ich nicht unfassbar cool, sondern unfassbar blind und blöd war. Ja, so wird's gewesen sein. Und ich bin weiterhin froh darüber. Trotzdem muss ich mich jetzt ja ehrlich fragen, wie war das damals wirklich, als alle anderen von den Hormonen überrannt wurden und die Technologie so mühsam hinterherhinkte und ich selbst so nebenher honkte? Gab es da tatsächlich Jungspunde, die sich im Passbildautomaten am Bahnhof entblößten, um Viererserien ihres Gliedes zu schießen, die sie dann an die holde Weiblichkeit verteilt haben? Existierten fernab meines naiven Blickes sogar ganz andere Subkulturen, also solche, die wirklich underground waren. Junge Männer, die obenrum vielleicht Punks, Hippies, Popper oder Gruftis waren, aber südlich der Gürtellinie gab es Polaroid-Poser, die ihr gesamtes Taschengeld für die teuren Filme verballert haben? Oder auch vielleicht so verschämte Sparfüchse, die heimlich im Familienurlaub kurz in die Badehose geknipst haben und die Mamis Lieblinge waren, weil sie immer freiwillig zur Drogerie gefahren sind, um die entwickelten Filme abzuholen. Und was war mit diesen Freaks, die immer in der Dunkelkammer des Jugendzentrums rumhingen, in der Fotowerkstatt, hm? Um dort angeblich mit Blende und Körnung und Linse so lange rum zu experimentieren, bis das Motiv perfekt das ausdrückte, was es nämlich ausdrücken sollte. Was, wie wir heute wissen, war, ich bin ein selbstverliebter kleiner Schweineigel, der seine privaten Sauereien mit öffentlichen Fördergeldern finanziert. Okay, das erklärt im Nachhinein die Existenz und vor allem die Wahlplakate der FDP. Aber nicht, wie ich mit diesem fremden Ding-Dong auf meinem Handy umgehen soll. Oh Gott, ich hoffe, der ist wirklich von einem Fremden. Oh Leute, ich hoffe, der ist von einem Fremden. Nicht, dass da gleich eine zweite Nachricht hinterherkommt, in der dann sowas steht wie, oh, hallo Katinka, Björn hier. Sorry, das Bild eben war für die Jenny bestimmt, nicht für dich. PS, ach ja, und ich habe eine neue Nummer, kannst ja schon mal speichern. Wir sehen uns dann ja am Sonntag zum Brunch. Tschö. Dann müsste ich auswandern. Denn ich könnte diesen Mann nie wieder in die Augen sehen, sondern müsste ihm ständig in den Schritt starren. Und das wäre dann wieder komisch, komischerweise toll, ne? Um sicher zu gehen, dass das Bild nicht doch vielleicht von einem Bekannten kommt, öffne ich es nochmal. Es ist jetzt schwierig. Wie heißt es in meinen geliebten Krimis immer, wenn die Polizei das Bild eines Verdächtigen dem Bahnhofspersonal zeigt? Ich bin mir nicht sicher, Sir. Es kann sein, dass der hier gewesen ist. Aber hier kommen täglich Dutzende von der Sorte vorbei. Und ich verkaufe hier nur die Fahrscheine. Sie klatschen, Sie denken, das denke ich wirklich? Wie sind Sie denn drauf? Das ist natürlich nicht das, was ich denke, als ich mir das Bild ansehe.
Nicht ganz. Es ist eher so, dass ich an meinen ehemaligen Chef in der Werbeagentur denken muss. Auch nicht so. Also, aber wenn wir da so einen neuen Claim, einen neuen Slogan für irgendwas gesucht haben, dann wollte der nicht meine 100 gesammelten Vorschläge hören, sondern der hat mir einmal gesagt, Katinka, ein guter reicht, ne? Und wenn du einen wirklich guten gefunden hast, dann spürst du das sofort und dann vergisst du den Rest. Nennen Sie mich romantisch verklärt, aber genau so geht mir das mit Penissen. Ich habe einen sehr guten zu Hause, an dem auch das Ganze drumherum stimmt, was ich meinen Freund nenne. Ehrlich gesagt gefällt mir dieses Gesamtarrangement so prächtig, dass ich gar nicht mehr auf dieses eine Detail so doll achte. Ich meine, ich freue mich immer, wenn ich den sehe und dann winke ich. Aber ich vertraue meinem Mann auch immer, dass er den stets dabei hat. Und ich durchwühle nicht seine Hosen, um das nachzuprüfen. Das zerstört einfach eine Beziehung, finde ich, oder? Aber jeder, wie er meint. Dennoch kann ich mit Sicherheit sagen, dass er auf dem Foto, der gehört nicht zu mir. Denn auch im offensichtlich freudig erregtem Zustand ist dieses Exemplar eher mickrig. Obwohl das auch an der Größe meines Displays liegen kann. Ich traue mich aber nicht, das größer zu ziehen. Ist ja nicht meins. Löschen und vergessen kann ich es auch nicht einfach, denn obwohl hier offenbar ein Missverständnis vorliegt, was die Adressatin angeht, weiß der Absender das ja nicht unbedingt, ne? Am besten WhatsAppe ich einfacher zurück. Hallo, du hast die falsche Nummer erwischt. Lieben Gruß, Katinka. Eine hervorragende Idee. Dann hat der Typ meine Nummer und meinen Namen. Und von dem, was wir bisher über ihn wissen, ist er so ein ganz klein bisschen versaut oder zumindest schwer verpeilt. Der ballert mich damit seinem Lümmel zu und irgendwann ist mein Speicher voll davon. Kann ich irgendwie auch anonym zurückschreiben? Kein Interesse, danke. Es geht leider auch nicht, denn dann denkt der Absender, seine tatsächlich Angebetete würde ihm einen Korb geben. Dabei wären sie und er vielleicht das perfekte Paar geworden und hätten wunderbare, wunderschöne Kinder gezeugt, die dann einst ein Heilmittel gegen Krebs gefunden hätten, haben, werden. Man kennt sie, diese Geschichten von den Königskindern, die durch tragische Missverständnisse oder mittelalte Frauen nicht zueinander finden konnten. Und es bricht mir das Herz, dass gerade irgendwo in einem Turmzimmer eine schmachtende Schönheit bangt und fleht. Ach, würde er mir nur ein Zeichen senden, dass auch er mich nur liebt. Würde nur mein Handy bimmeln, auf das ich seinen Bommel sehe, dann hätte ich Gewissheit. Er ist mein und ich bin sein. Das kann ja alles sein, oder? Eher nicht. Viel wahrscheinlicher ist es, dass dieses Bild von einem Schwanz ein Schuss ins Blaue war. Also, dass es sich an keine bestimmte Person, sondern an viele mögliche Bedürftige gerichtet hat. Das Einzige, finde ich, was trauriger ist als ein Hund ohne Schwanz, ist ein Schwanz ohne Grund. Hunde ohne Schwanz, also schwanzlose Hunde, die darf man auf Facebook zeigen. Die sehe ich da ohne Ende, gerade im Sommer. Menschen, die andauernd in den Urlaub fliegen, aber nicht so großkotzig und unflugschamig wirken wollen, wie sie in echt sind, haben Streuner als Stilmittel entdeckt. Angekommen in der Karibik, locken die sofort einen invaliden Köter unter einer Palme hervor. Kamera drauf, treue Hundeaugen im Fokus, Sonnenuntergang mit Hotel im Hintergrund und dann drücken die ab, posten das direkt und dann schreiben die noch so schöne Kommentare dazu wie so wunderschön Kabarett auch ist, mit dem Tierschutz ist es nicht weit her hier. Wir sind tief berührt, traurig, aber auch dankbar, dass diese kleine Fellnase nicht aufgibt. Trauriges Emoji, gefaltete Hände, lachendes Sonnen-Emoji. Diese Masche ist so unfassbar ekelhaft. Ich persönlich muss mich immer sehr, sehr zurückhalten, damit ich nicht mit dem kotzenden Emoji darauf antworte. Aber Leute, die Kommentare, die die Filterblase dieser Menschen daraufhin bei Facebook abgibt, die sind für mich gerade pures Gold. Eine Schatzkammer, die ich ausrauben werde. Nein, 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 anders. Ich werde mir einen dieser depperten Facebook-Kommentare ausleihen, der unter dem schwanzlosen Hundefoto steht, um damit auf die WhatsApp mit dem Dickpic zu antworten. Und ich muss sagen, wenn ich mir das so angucke, da ist viel Schönes bei. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Die sind alle eben so glänzend wie bescheuert. Wie wäre es zum Beispiel mit dem hier? Oh, der ist ja super süß.
Ich wünschte, ich könnte den nehmen, aber bei uns fehlt einfach der Platz. Wir sind ja schon zu viert, da kracht es aus allen Nähten. Sorry. Ginge schon. Oder doch lieber, ach, der ist ja niedlich. Der sieht ja genau aus wie mein Schlawiner, als er noch ganz, ganz klein war. Herzchen, Herzchen. Ist eine Möglichkeit. Aber Moment, ich überlege eine Variante, auch ein schlichtes. Ist der denn schon geimpft und entwurmt, wäre denkbar. Nee, nicht wahr? Oder doch die sachliche, aber irgendwie doch nette Variante. Ich wüsste vielleicht eine Pflegestelle für das arme Kerlchen, wäre dann aber nur übergangsweise. Ah, auch nicht schlecht. Oh nein, halt, ich glaube, ich habe meinen Favoriten gefunden. Den will man ja nur streicheln und knuddeln und ganz doll lieb haben. Wenn ich wüsste, dass er sich mit meiner Mieze versteht, täte ich ihn sofort holen. Ah, auch vielleicht noch getoppt von dem moralischen Standardwerk der Mutter aller schwanzlosen Hundebildkommentare, das unter jedem Bild steht. Es ist abscheulich, wozu sogenannte Menschen in der Lage sind. Diese kleinen Kerle werden von unverantwortlichen Arschlöchern abgerichtet und geschlagen, um sie so scharf zu machen, aus reiner Profitgier. Und wenn die dann nicht gegeneinander kämpfen wollen, werden sie ihrem Schicksal ausgesetzt. Danke, Merkel. Ein Piepsen unterbricht meinen Workflow, aber es war gar nicht mein Handy, sondern der Trockner. Meine Wäsche ist fertig und da ich als mittelalte Frau besonders auf meine Work-Life-Balance achten muss, entscheide ich mich doch, dem Pimmel jetzt einfach den nächstbesten Kommentar zurückzuschicken, der unter dem schwanzlosen Hundefoto steht, nämlich diesen hier. So hart es klingen mag, aber man muss die da alle einfangen, betäuben und kastrieren, sonst hat das nie ein Ende. Und ich schicke die Nachricht ab, leider an meine Mutter. Die hatte zwischendurch mal nachgefragt, wie denn mein neuer Job beim Fernsehen so läuft. Erstaunlich, wie doch alles irgendwie zusammenpasst, wenn man nur lang genug im Kreis denkt.